Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir beten. Barmherziger Gott, wir feiern Advent und wir möchten uns öffnen für dein Kommen. Zeig uns neu, was das bedeutet für uns und unsere Welt. Amen. Liebe Gemeinde, es ist wieder soweit. Advent. Auf dem Tisch steht der Adventskranz und die erste Kerze brennt. An der Wand hängt der Adventskalender mit vielen guten Gedanken zu jedem Tag im Dezember. Wenn ich abends durch die Straßen gehe, dann sehe ich viele Fenster erleuchtet mit Lichtern, mit Sternen, wunderschön geschmückt. Auch unser Schaukasten hier vorne ist neu gestaltet mit Licht und Sternen. Advent. Ja, das gehört dazu. Zum Advent gehört auch das Tannengrün und das Kerzenlicht in dunkler Nacht. Zum Advent gehört auch der Duft von Räucherkerzen und der Duft von Zimt und Kardamom in Plätzchen und im Punsch. Zum Advent gehören auch die schönen Adventslieder. Ja, mit Advent kommt ein neuer Ton in mein Leben. Advent, eine Einladung zur Freude. Und die erreicht uns über alle Sinne. Es gibt etwas zu sehen, es gibt etwas zu hören, zu riechen und zu schmecken. Es ist Advent. Besonders zu hören gab es gerade eben etwas. Die afrikanischen Töne, auch da möchte ich mich nochmal anschließen, die waren total schön, vielen Dank. Ich fühlte mich richtig erinnert, so ein bisschen auch an Brasilien, wo es ja dann auch oft, auch zu Adventszeit und Weihnachtszeit, etwas lebendiger zugeht. Adventszeit, Einladung zur Freude. Zu welcher Freude werden wir eingeladen? Auf was freuen wir uns denn eigentlich in der Adventszeit? Auf den Heiligen Abend, auf ein schönes Weihnachtsprogramm und ein volles Gemeindehaus, die Geschenke, auf das Wiedersehen mit Freunden und mit der Familie. Ja, alles das sind Freuden, die mit Advent und Weihnachten kommen und das ist schön. Aber nicht immer erfüllt es sich. Es gibt auch Advent und Weihnachten, die anstrengend sind und wir sind froh, wenn es vorbei ist. Und in diesem Jahr ist es etwas getrübt durch Corona und durch so manche Ungewissheiten. Und ich beginne zu ahnen, die Freude, zu der wir eingeladen sind, weist auf etwas Größeres hin. Und wir hören dazu ein Gotteswort vom Propheten Sacharja. Sacharja 9, die Verse 9 und 10. Und ich lese uns aus der Neuen Luther-Übersetzung. Dieser Abschnitt ist überschrieben mit Der Friedenskönig. Du, Tochter Zion, freue dich sehr. Und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Arm und reitet auf einem Esel, auf dem Füllen einer Eselin. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem. Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern. Und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Bis hierher unser Gottes Wort für heute. Ein König kommt. Ein König kommt, aber ganz anders wie erwartet. Ein König kommt, ein Gerechter. Will sagen, alle bekommen ihr Recht. Vor Gericht, in der Gesellschaft, ohne Ansehen der Person. Alle haben Lebensrecht. Allen wird gegeben, was nötig ist. Auch den Benachteiligten. Ja, gerade denen. Ein König kommt, ein Gerechter und ein Helfer, einer, der hilft,
Genauer gesagt, einer, dem auch schon geholfen wurde. Einer, der Erfahrung damit hat, wenn man Hilfe braucht. Das ist wichtig. Dieser Helfer, er stülpt uns nicht einfach seine Hilfe über. Aus eigener Erfahrung schaut er hin und fragt, was tut Not? Was brauchst du, um gut leben zu können? Ein König kommt und er sagt, was ihm wichtig ist. Friede. Friede. Und er sagt es für Zion und bis an die Enden der Erde, bis hin nach Afrika, nach Südamerika und nach Neuseeland und einmal herum. Die Menschen in Jerusalem und alle Völker sollen es hören. Frieden. Ein König kommt. Dein König kommt, Tochter Zion. Du bist durch schwere Zeiten gegangen. An den Flüssen von Babylon hast du gesessen und geweint und die Harfen in die Weiden gehängt. Und nun Augen auf. Tada! Ein König kommt. Dein König kommt. Doch wer kommt da? Ein Armer. Ein Armer. Ganz armselig tritt er auf. Auf einem Esel kommt er geritten. Genauer gesagt, auf einem Eselchen. Und wie sieht er denn aus? Statt einem prachtvollen Umhang, statt Anzug und Krawatte, Alltagsklamotten. Statt Zepter und Schwert und Goldkrone, nur leere Hände. Statt einer Staatskarosse, einem großen Auto, sagen wir ein Fahrrad. Und das soll ein König sein? Wie will diese arme Gestalt denn Gerechtigkeit und Hilfe durchsetzen? Wie will sich dieser König denn überhaupt durchsetzen? Zu Zeiten von Sacharja ist Jerusalem besetzt. Die Menschen dort sind fremdbestimmt und dem Willen von Babylon unterworfen. Wir in diesem Jahr sind von Corona fremdbestimmt, ausgeliefert. Unserer Wirtschaft geht es nicht gut. Die Zukunft ist unsicher. Wie will man da planen? Wer weiß, was morgen kommt? Wer weist Babylon zurück in seine Schranken? Wer besiegt Corona? Dein König kommt, sagt der Prophet. Doch er hat keine Gestalt von Macht und Hoheit. Und mittendrin, ist es uns aufgefallen? Mittendrin in dieser Beschreibung des Propheten, da meldet sich Gott zu Wort. Ich, sagt er. Ich. Gott meldet sich zu Wort und sagt, was er tun will. Ich, Gott, ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem. Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Gott vernichtet Wagen, die Streitwagen und die Kriegspferde. Er zerbricht die Kriegsbögen, die Waffen. Ende aller Panzer, Maschinengewehre und Bomber. Wir werden nicht mehr beschossen und überrollt. Auch keine Pandemiewellen, Tsunamis oder Wirtschaftskrisen mehr. Auch keine Tweets mehr von Präsidenten und keine gemeinen Verbalattacken. Kein Statussymbol, kein hohes Ross mehr. Keiner ragt über den anderen hinaus. In dem Sinne, ich bin besser als du. Ich weiß mehr, ich kann mehr, ich habe mehr. Nein, nichts mehr davon. Denn Gott vernichtet Wagen und Pferd und Kriegsbogen. Da bleibt nichts, was andere klein macht und ängstigt. Nichts, was tötet. Abrüstung total. Gott tut das. Wer Frieden will, muss abrüsten. Und er muss das einseitig tun und den ersten Schritt tun und damit ein Zeichen geben. Ich erinnere mich, jetzt ist schon ein paar Jahre her, an Friedensgespräche zwischen Ägypten und Israel, Ende der 70er Jahre, die sogenannten Camp David-Gespräche. Damals war Präsident der Vereinigten Staaten Jimmy Carter und er brachte die damaligen Staatschefs aus Ägypten und Israel
bei sich zusammen auf seinem Landsitz. As-Assad aus Ägypten und Menachem Begin aus Israel. Und bevor es zu den Verhandlungen kam, gab Jimmy Carter dem ganzen Treffen eine sehr persönliche Note. Er setzte sich mit seinen Gästen ins Wohnzimmer. Dann holte er ein Fotoalbum von der Familie Carter hervor und sie schauten sich Fotos an. Die Kinder, die Enkelkinder, beim Spielen, beim Sonntagsausflug, bei Oma und Opa auf dem Schoß. Und die Gäste, sie fingen an, von ihren Kindern und von ihren Enkelkindern zu erzählen. Und plötzlich war allen klar, wie notwendig Friede war. Ist doch logisch, wir brauchen den Frieden. Friede muss sein. Für die politischen Gegner, für die Menschen im Land, für die Kinder und für die Enkelkinder. Die Verhandlungen waren trotzdem zäh und haben 13 Tage gebraucht, aber sie führten schließlich zu einem Friedensvertrag, zu einem Rahmenvertrag für den Frieden zwischen Israel und Ägypten. Auch wenn dieser Vertrag im Laufe der Jahre später gebrochen wurde, so war es trotzdem ein erster konstruktiver Schritt in diesem komplizierten Friedensprozess im Nahen Osten. Ein zeichenhafter Durchbruch, der die Sehnsucht nach Frieden zeigte. Als Begin zurückkam nach Israel, hat er viel Kritik bekommen. As-Assad wurde aus der Arabischen Liga ausgeschlossen. Einige Jahre später fiel er einem Attentat zum Opfer von radikalen Muslimen, die das nicht wollten. Das kam nicht gut an. Aber wer Frieden will, muss abrüsten. Und es hat seinen Preis und braucht den ersten Schritt, damit der andere merkt, ich meine es ernst, ich will Frieden. Advent ist eine Einladung zur Freude, weil Gott zu uns kommt, ganz anders als erwartet. Er kommt uns nahe und er steht für Frieden. Für uns Christen ist diese Erwartung mit Jesus in Erfüllung gegangen. So erzählt es uns das Evangelium. Ein Kind wird geboren. Jesus, der Gottessohn, in einem armen Stall in Bethlehem. Und die Hirten auf dem Feld hören Frieden auf Erden. Etwas später reitet Jesus auf einem jungen Esel in die Königsstadt Jerusalem. Wir haben es gerade eben auch schon von Pastor Sami gehört. Er kommt in die Stadt Jerusalem und die Leute begrüßen ihn. Und Jesus macht klar, ich bin der erhoffte König, der König, auf den ihr wartet. Und die Menschen rufen Hosianna, Hosianna in der Höhe. Aber ein König, der die Erwartungen auf den Kopf stellt. Ein König, der auf Macht und Reichtum verzichtet. Seine Herrschaft besteht darin, Liebe zu verkündigen und Gewalt zu erleiden. Und einige Tage später wird Jesus zu Tode gebracht von den Mächtigen. Die haben Angst. Angst vor dem Volk und vor Jesus und seinen Worten. Und sie wissen sich nicht anders zu helfen, als Jesus zu kreuzigen. Was sie nicht ahnen, ist, dass mit seinem Kreuz, mit seinem Tod am Kreuz, schafft Jesus Frieden zwischen Gott und uns Menschen. Diesen Jesus führt Gott später wieder neu ins Leben zurück. Und als Auferstandener kommt Jesus zu seinen Jüngern und sagt, Friede sei mit euch. Jesus ist unser Friedefürst. Das zeigt er uns mit seinem ganzen Leben, mit seinen Worten und Taten, auch mit seinem Sterben am Kreuz und mit seiner Auferstehung. Wir haben gerade eben das Lied gehört, Macht hoch die Tür. Da wird genau von dieser Ankunft des Königs erzählt. Es kommt der Herr der Herrlichkeit, heißt es da. Er bringt das Leben. Er heilt, was krank und zerbrochen ist. Gott will in unsere Herzen einziehen. In ihres, in deines, in meines. Er will unsere Angst, vielleicht auch unsere Bequemlichkeit, unseren Groll, unsere Unversöhnlichkeit mit seiner Freundlichkeit besiegen.
Da heißt es in Strophe 5, komm, o mein Heiland, Jesu Christ, meines Herzens Tür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erscheinen. Dein Heiliger Geist uns führ und leit, den Weg zur ewigen Seligkeit. Dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehr. Ich komme zum Schluss. Es ist soweit. Wir haben Advent. Und wir sind eingeladen zur Freude mit all den schönen Dingen, die dazugehören. Mit einem Adventskranz, mit einem Kalender, Lichter und Sternen in den Fenstern. Denn der Prophet ruft, dein König kommt. Ja, dein König kommt, unser König kommt. Und er sagt Frieden an und beginnt damit. Es ist noch nicht so, dass alle Welt es sieht. Es ist noch nicht grandios. Aber hier und da geschieht es. Gott ist schon am Werk. Work in progress, wie man so sagt. Gott ist am Arbeiten. Und die neue Welt Gottes ist am Werden. Aber sie ist noch nicht fertig. Und als Christen warten wir darauf, dass unser Herr wiederkommt, so wie er es verheißen hat. Und dann wird es herrlich und grandios und für alle sichtbar sein. Darum lassen Sie uns all die schönen Dinge von Advent genießen und einander weitergeben, weiter schenken. Denn diese Dinge erinnern uns an Advent, an das Kommen Gottes, ganz sinnlich. Und da gibt es so viel zu sehen und zu hören und zu schmecken und zu riechen. Amen.